Dein DAAD-Antrag für eine Alumni-Veranstaltung. Das ist Juan aus Kolumbien. Mit einem DAAD-Stipendium hat er ein Jahr in Heidelberg studiert. Das ist Juliette aus Togo. Sie ist Vorsitzende eines Alumni-Vereins. Nach seiner Rückkehr nach Kolumbien möchte Juan die fachliche Vernetzung im Bereich der Geowissenschaften voranbringen. Juliette möchte sich als neue Vorsitzende des Alumni-Vereins in Lomé profilieren. Ihr Ziel ist es, aktive neue Mitglieder zu gewinnen. Juan denkt nach. Vielleicht eine interdisziplinäre Veranstaltung? Welche ReferentInnen kommen in Frage? Juliette überlegt. Bis zu 250 DAAD-Alumni-Veranstaltungen werden jährlich gefördert. Warum sollte ihr Event also nicht dabei sein? Sie denkt an eine länderübergreifende Zusammenarbeit. Drei gute Gründe, nun eine Förderung zu beantragen. Erstens, mit einer gut organisierten Veranstaltung kannst du deine wissenschaftlichen Projekte voranbringen. Zweitens, DAAD-Alumni sind eine gut vernetzte und motivierte Zielgruppe, die ihren Gastländern sehr verbunden sind. Drittens, die Anträge werden mit bis zu 25.000 Euro gefördert. Was musst du beachten? Den Antrag bitte 3 Monate im Voraus per Mail schicken. Die angegebenen Kosten für Reise, Unterkunft, Verpflegung entsprechen den landesüblichen Preisen. Bitte realistisch planen, damit möglichst viele gute Anträge befürwortet werden können. Bitte die TeilnehmerInnen im Vorfeld auflisten. DAAD-Alumni sollten mindestens 50% der Teilnehmenden ausmachen. Das Thema soll neue Erkenntnisse gewähren bzw. die Vernetzung fördern. Juan fragt sich, was gehört zu einem Antrag? Juliette fragt sich, woher weiß ich, welche Alumni wirklich teilnehmen werden? Ganz einfach, du brauchst Projektdarstellung, Programm, Finanzierung, erwartete Teilnehmende und eventuell eine Stellungnahme vom DAAD der Region. Wer tatsächlich teilnimmt, entscheidet sich erst am Tag der Veranstaltung. Wichtig ist, dass die Hälfte der Teilnehmenden DAAD-Alumni sind. Der Rest der Plätze steht für andere Teilnehmende zur Verfügung. Ein paar Wochen später. Juan und Juliette erhalten eine E-Mail mit der Bewilligung vom DAAD in Bonn. Sie müssen nur noch Anhang 1 und 2 ausfüllen und zurückschicken. Bis zur Veranstaltung und 2 Monate darüber hinaus können die bewilligten Kosten abgerechnet werden. 2 Monate nach der Veranstaltung ist der Projektbericht fällig. Übrigens, ihr könnt euer Event auf den DAAD-Webseiten eintragen und über das Alumni-Portal Deutschland darauf hinweisen. Juan ist glücklich. Die Veranstaltung war fachlich exzellent und er hat viele Impulse erhalten. Juliette freut sich über viele neue Mitglieder. Sie denkt schon an das nächste Vernetzungstreffen. Noch Fragen oder Anregungen? Das Alumni-Team beim DAAD in Bonn oder der DAAD vor Ort freut sich über eure Rückmeldung.